Hallo ihr Lieben, willkommen zu Part 1 der Trainingsreihe für euren Beckenboden in der Schwangerschaft. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr gezielt euren Beckenboden anspannen und abspannen könnt und wie ihr dafür richtig atmet. Das ist manchmal gar nicht so easy, man muss sich nämlich stark auf diesen kleinen Muskel konzentrieren, um ihn wirklich richtig gut zu spüren. Das machen wir jetzt. Falls ihr euch fragt, ob ihr während der Schwangerschaft noch Sport machen dürft, fragt bitte vorher Gyn oder Hebamme. Und ansonsten, los geht's! Wir starten im Sitzen, am besten in einem Schneidersitz. Und dann platziere mal deine Handflächen unter deine zwei Sitzhöcker. Und dann starten wir mit einer tiefen Einatmung. Lass dabei alles locker. Und beim Ausatmen spannst du schön deinen Beckenboden an. Du ziehst ihn hoch. Merkst richtig, wie sich deine Sitzhöcker bewegen. Atme wieder tief ein. Alles ist locker. Die Lungen sind gefüllt und du merkst, wie dein Beckenboden nach unten gedrückt wird. Ausatmen. Hochziehen. Da ist jetzt Platz für deinen Beckenboden. Der kann nach oben. Die Lungen sind leer. Und nochmal. Du sitzt im Cheerleader-Sitz und drehst dich ganz leicht ein. Beide Sitzhöcker sind auf dem Boden. Und beim Ausatmen drückst du deinen einen Sitzhöcker nach oben. Dabei kann man richtig schön seinen Beckenboden konzentriert anspannen, halten und einatmen und locker lassen. Du kannst dir dabei auch vorstellen, dass unter deiner Vulva eine kleine Blaubeere liegt und die hebst du dann beim Anspannen schön fest hoch mit deiner Vagina. Festhalten, nicht fallen lassen und wieder runterlassen. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite. Locker lassen. Beide Sitzhöcker sind auf dem Boden. Und beim Ausatmen hebst du deinen einen Part vom Gesäß. Halte das kurz und lass wieder locker. Kann man schön zusammen sinken. Richtig schön locker lassen und wieder hoch. Du kannst dir zum Beispiel auch vorstellen, dass du vielleicht ein Taschentuch mit deiner Vagina anhebst. Das ist für manche einfacher vorzustellen. Aber ich finde das mit der Blaubeeren-Visualisierung irgendwie ganz angenehm, um mich auf den Beckenboden zu konzentrieren. In diesen wundervollen Meerjungfrauensitz. Du bist locker auf der Matte und dann spannst du deinen Beckenboden an, atmest aus und drückst dich rüber zur anderen Seite. Unten wieder locker lassen, atmen und bei deiner nächsten Ausatmung wieder Beckenboden anspannen und rüber drücken. Ganz langsam absinken lassen und locker lassen. Und einmal noch. So, komm auf deine Knie, deine Zehen sind aufgestellt. Atme ein. Und drück dich hoch beim Ausatmen. Hier oben kannst du jetzt richtig schön deinen Beckenboden nach oben ziehen. Manche stellen sich auch vor, wie sie einen Reißverschluss hier zuziehen.
und wieder locker lassen. Und hoch, anspannen. Irgendwann braucht man diese Visualisierung nicht mehr, aber am Anfang ist es ganz gut, so ein innerliches Bild zu haben, was man sich vorstellt, um wirklich konzentriert den Beckenboden an- und abzuspannen. So, lass alles locker und beim nächsten Ausatmen spannst du Bauch, Gesäß und dein Beckenboden an, drückst die Handflächen in die Matte und auch deinen unteren Rücken. Halte das hier kurz und lass wieder locker. Und wieder anspannen. Konzentriere dich auf deine Blaubeere, die du festhältst und lass sie wieder fallen. Festhalten. Und locker. Hebe dein Gesäß, halte oben. Du kannst dir vorstellen, dass dabei dein Beckenboden schön nach oben gezogen wird. Zieh dir das hier schön hoch. Und atme tief ein. Und lass alles locker. Und wieder anspannen. Bauch, Gesäß, Beckenboden. Und hochdrücken. 3, 4, 5 Sekunden halten. Und locker lassen. Und noch einmal. Und locker. Lege dich ganz entspannt auf die Matte. Tiefe Einatmung. Alles ist weich, dein ganzer Körper ist entspannt. Und dann spann Bauch, Gesäß und vor allen Dingen den Beckenboden an und hebe dein Bein. Runter, alles locker. Und hoch anspannen. Es reicht wirklich eine ganz kleine Bewegung, um deinen Beckenboden zu aktivieren. Das gleiche wie eben, nur dein Bein bleibt jetzt oben. Dein Beckenboden ist die ganze Zeit angespannt und du vollführst Kreise. Deine Zehenspitzen malen ganz kleine Kreise in die Luft. Du atmest dabei ganz normal weiter, nur dass der Beckenboden diesmal komplett angespannt ist. Das macht er aber automatisch bei dieser Bewegung. Aber konzentriere dich trotzdem drauf. Und wir wechseln einmal die Richtung. Noch 10 Sekunden. Pause. Tiefe Einatmung und Ausatmung. Hebe dein Knie. Die Zehenspitzen bleiben aufeinander. Halte kurz. Beckenboden zieht sich nach oben und lass wieder locker. Mach das Ganze in deinem Atemtempo.
Stabilisiere dich hier vorne mit deinem Arm und atme aus und spann an und hebe dein Bein und locker lassen. Wenn du mal den Fokus verlierst, das merkt man dann meistens, wenn man sich nicht mehr auf den Beckenboden konzentriert, dann bring deine Aufmerksamkeit wieder zurück auf deinen Beckenboden. Zieh den schön hoch. Atme nochmal tief ein, hebe dein Bein, spann deinen Beckenboden an und vollführe Kreise mit deinen Zehenspitzen. Die müssen nicht sonderlich groß sein. Hauptsache, hier ist ein bisschen Anspannung auf dem Beckenboden. Und wir wechseln einmal die Richtung. Spann den Beckenboden an, atme normal ein und aus. Und ab. Und wir öffnen jetzt nochmal unsere Muschel. Spann den Beckenboden an. Zieh die Blaubeere nach innen und lass sie wieder fallen. Hier macht sich, glaube ich, das Bild von der Muschel auch sehr gut. Anstatt Blaubeere können wir jetzt unsere Muschelperle hochziehen. Verliere nicht den Fokus auf den Beckenboden. Und noch einmal festhalten. Komm in den Vierfüßlerstand. Und dann atme ein, komm in die Kuhposition. Hier hängt alles locker, kannst dich frei bewegen. Und bei der nächsten Ausatmung zieh deinen Bauch nach innen, dein Beckenboden nach innen und auch dein Gesäß kippt nach vorn. Halte hier kurz. Richtig einfach hier, sich auf seinen Beckenboden zu konzentrieren. Halte ihn und lass ihn wieder locker. Festhalten und locker lassen. So, komm hier in die Child's Pose. Jetzt kannst du atmen, wie du möchtest. Einfach alles locker und entspannt lassen. Wenn dein Babybauch schon zu groß ist, kannst du auch einfach auf deine Unterarme dich aufstützen und ein bisschen die Ruhe für den Beckenboden genießen. Das war das Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt noch 4 weitere Trainingseinheiten zum Beckenboden gemeinsam machen. Also gerne morgen, übermorgen
macht einfach mit dem nächsten Video weiter. Dann sehen wir uns. Ciao!